Jo, meine Flügel und auch liebe Landratten und Rädchen und damit herzlich willkommen zurück zu This Means Warp zusammen mit Felix und Toni. Hallo. Du. AKA die Chaos-Truppe ist zurück. Ja, genau. Yeah. Der vierte Versuch. Ja, ich habe lange mit mir gerungen, wie ich vier irgendwie einbaue und dachte, das ist die beste Variante davon. Genau. So, bereit und. Hallo, Leute, willkommen. Ja, mal schauen. Wiju. Wäre schön, ist. Nee, leider nicht. Hallo Mannschaft, hallo Richard. Kann man schauen. Ja, den Richard, den überspringen wir. Ja. Richard. Eintritt können wir überspringen, oder? Ja. Haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Ich finde, Richard sieht übrigens aus wie irgendwie so eine Logitech-Soundanlage, die ich vor irgendwie initiiert habe. Ja, mich erinnert an Hell von 2001. Das auch, ja. Genau, richtig, ja. So, Ich hab schon mal die Waffen nach. Genau, das glaube ich gleich ein bisschen, was ich tun soll. Hui! Oh Gott. Nur so viel erspielt, jetzt also wieder weg. Ich hätte. Nimm du. Also, ja, ich hätte mich direkt immer rüber zum. Bist du hier nach? Was war denn hier nochmal? Ach, Maus! Ich drück die ganze Zeit E oder irgendwie sowas auf. Ja, ich auch. Ich stelle vor, tut sich hier nichts, warum tut sich nichts? So. So, Chef am Steuer. Mal gucken, wohin die Reise geht. Mhm. Okay. Warte nicht. Ach, ich bin. Oh. Gab es hier nicht früher so einen Ladebalken am Steuer? Nö. Okay. Ja, eigentlich schon doch. Ach doch. Eine Kiste. Das ist schon mal nice. Ja, also, ready for Kampf? Jo. Ein Knock-Knock-Schiff. Na dann. Wir sind die Nork. Okay. Hey. Wir machen euch platt. Oh, verwählt. Nein. Da kommen gleich Treffer. Ja. Oh, und die sind ja toll. Das ist toll, dass ich auch cool ist. Oh. Super. Oh, okay. Bin schon dabei. Mhm. So, kannst ran. Bin gerade in Position irgendwo. Du machst eigentlich eher mehr Schaden als ich, okay. Echt? Ich bin nur Bob. Ich bin der untere Durchschnitt hier von Crew. Ja, aber du machst aber mehr Schaden als Tony Jones als mit der Reparatur. Weil ich nur der Reparatur umgebinde. Was haben wir da? 11% Schaden. Mehr Leben. Mehr Leben vielleicht aufs Schiff? Das geht nicht aufs Schiff. Das geht nur auf. Waffe oder das Munitionsding hier. Okay. Bis mal dann, keiner hier. Ja, ist aber hin, nichts aber hin. Sehr schön, so, dann füllen wir mal die Waffen wieder auf. Wie? Ein Reparaturding hier angehen. Ne? Also kommt beim Waffenbord gerade nichts. Ich glaube, mehr als zwei können auf dem Boden liegen. Okay. Vielleicht damit man sich das hier nicht alles mit Munition belegt. Also, ich habe jetzt einen Ladebalken. Okay. Genau, so. Dann fliegen wir zum Loot. Loot. Beute. Ist das richtig, wenn ihr sie öffnet? Offensiv, defensiv? Offensiv war, glaube ich, offensiv war das, ja. Gebäude. Nork, auch was? Reparatur, bitte. Ah, sind wir hier? Ah, eine Waffe. Ja, cool. Moment, was macht die? Ein Laser. Ach, der auch leider Reparatur. Der ist cool.
Der hilft wenigstens zwischendurch. Guck mal, die ersten Munitionsdinger lösen sich schon wieder auf. Ja. Was hab ich? Ist das jetzt eine Harpune? Moment, ich teste das mal ganz kurz. Ah, ist schon noch genug. Ja, schon. Oh, die schießt wesentlich schneller. Ja, macht aber, glaube ich, nicht so viel Schaden. Mit einem Schuss dann so viel gleich? Das ist ja mal... Wieso ist denn jetzt der Schaden? Aber ich glaube, macht nicht so viel Schaden. Hoppel hier raus. Ja. Wahrscheinlich, weil ich die Waffe ausgetauscht habe. Ja, dann, ja, genau. Dann also wieder einladen. Zack. Mhm. Uli. Ja, gut. Dann... Ich steuere mal zum nächsten Ziel hier. Gucken, was da kommt. Ich gehe schon mal an die Mühle. Ja. So, ich nehme mal da oben, geht's wieder nicht weiter, ja. Hii. Dachchen! Ah, ist cool. Aber der lädt nach, das ist schön. Ah, die muss jetzt abkühlen, okay. Die wehren sich weniger, als ich dachte. Ja. Nehmen wir das Reparaturding halt wieder weg. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht so dumm, deren Munitionsspawn-Teil zu zerstören am Anfang. Mhm. Oh, schön. Oh, nice. Ja, dann immer wieder schön. Und nichts beschädigt. Perfekt. Du. Huch. Huch. Nochmal 11% Schaden. Ja. Nur mal dir. So. Das ist ja fein. Fliegen Sie uns los, Captain. Ja, ich häng hier irgendwie hinter der Gardine fest. So, jetzt. Sehr gut. Wir werden besser, wir haben noch gar keinen Schaden genommen bis jetzt. Aber hatten wir nicht letztes Mal vom Grundstart her mehr Leben als 30 oder haben wir nur so auf irgendwie hätte ich so 40 im Kopf und hatten wir es erst aufgestellt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, oh, da sind sie wieder. Oh, keine Munition für euch, Leute. Und da haben wir ihn rausgesaugt. Mm. Bertie. Bertie ist gone. Tschüss. Und die haben auch gar keine... Ah doch, die haben eine Krankenstation. Okay. Kann man die wegmachen? Nee, die kann man nicht. Ah, schade. Hier haben sie noch. Also wenn du dann schieß schon mal, wenn du dran bist, dann. Ich hab eine Reaktion. Ja. Ja, läuft doch mal richtig super hier heute. Aber hallo. Nee. Oh Gott. Nicht aufs eigene Schiff schießen. Ja. Mein Leben fürs Schiff. Ja, das hatten wir schon mal aufs eigene Schiff schießen. Glaube ich, ich, ja. Nee, das war ich mit dem Luftdings. Ach so, stimmt. Warum verlieren wir eigentlich Sauerstoff? Boah, kann ich mir auch nicht okay erkennen. Guten Abend Marco und guten Abend Dominik übrigens. Ja, Mensch. Oh, hier ist eine Stoppuhr. Oh, was? Oh. Das ist irgendwas, was auf Zeit läuft. Kommt dann mein Lieferant oder so. Ja, der kommt gleich von hinten angedüst mit seinem Raumschiff. Na dann, ja, gucken wir mal. Also wenn so eine Vespa im Weltall mit Schutzschilden hier ankommt, dann wissen wir, wer es ist. Wo sind wir von einem nahen Frachtschiff aufgefangen, welches ein Passagier- und Space-Puff ist. Okay. Der Schiff zerstört wurde in der Tragödie. Wir haben die Zerstörung überlebt und sie werden sehr gut schmecken, wenn sie gegrillt werden. Verbrannt, ich meine... Ja, mal durchlesen sollen. Was sollen wir jetzt klicken? Ein paar haben die Zerstörung. Ja. Im Zweifel ja. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie Nahrung oder irgendwie sowas. Space-Pops. Nahrung. Space-Pops, oh, wir können draußen was einsammeln, glaube ich, mit dem Raumanzug da. Ja. Oh. Irgendwie Tierchen da.
Okay, dann. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ah, hui! Ah, bleib stehen. Ah, das ist für Credit-Generierung, für den Müllermeister. Ah! Moment, der ist hoch oben. So. Hä? Wieso mich die an so? Oh Gott! Kann es sein, dass die Dinger Sauerstoff verlieren und man dann weggedrückt wird? Ja. Komm ich nur zurück? Ja, langsam und gemütlich. Hey! Na, Tür geht auf! Oh nein! Komm schon. Lass mich rein! Lass mich rein! Jedes Mal ein Millimeter davor! Nein! Entschuldigung! Kann ich noch rein? Jetzt! Nein! Geht nicht aus! Moment, hast du jetzt noch einmal zu fahren? Nein! Oh Gott! Yes. Mich aus der Luftschleuse gedrückt! Ich komme nicht an diese Luftschleuse ran, das ist ja grauenvoll. Ich auch nicht. Komm schon, jetzt! Einen haben wir geschafft. Wow. Und dafür habe ich einen Levelaufstieg bekommen, fürs Nichtstun. Ja, ich... Nein, ich will wieder rein! Ich will nur rein! Alter! Was sind denn das für komische Pupsdinger, ey? Keine Ahnung. Hier ist mir kaum ein Raumschiff 3 mm nah. Warte mal, wenn ich sie hier jetzt weglege. Jetzt müssen wir neu. So. Ich glaube das ja. Wir wollen halt nicht ins Raumschiff rein. Ja, ich verstehe auch warum, aber. Cool. Wir können die immer noch einsammeln, obwohl die Zeit rum ist, oder? Weiß es nicht. Mein Sauerstoff. Ja, das will ich gerade testen, ob das. Ah, nein! Bringt die noch was? Oh Mann! Wie kommt man denn? Wie hast du denn geschafft, hier einen Schlag reinzukommen? Ich habe es zwischendurch einfach mal losgelassen. Dadurch resettet sich, glaube ich, deren Pups-Counter da. Jetzt ist weg. So, ich habe auch schon Levelaufstieg. Ne, ich glaube, die geben uns nichts mehr. Ah ja, dann. Damit. Jetzt nochmal diesen einen hier an Bord zu holen. Ich will aber wieder ein Schiff. Ich will wieder rein. Ja. Nein! Ja, genau. Klick schon mal los, wa? Ja, danke. Anno hängt ja hinten dran, also da. Eben, das Seil, das hält es schon. Ich hoffe, dieser Feuerwehrschlauch ist lang genug. Ja. Ah! Moin! Sollen sie eigentlich irgendwelche Tierchen darstellen? Ja, ich glaube schon. Ab in die Lavagrube damit. Ja, stimmt. Also wenn, dann müsste es doch irgendwie Geld geben, oder? Ja, hat's auch. Dadurch, ich habe einen aufgesammelt, ich habe $10 bekommen. Oh, Glückwunsch. Oh, wow. Ach Gott. Ach, deswegen bewege ich mich so langsam, ja, noch diesen Raum anzuwarten. Ja. So, gleich Touchs gegen die Windschutzscheibe. Nicht wundern. Noch fliegen sie mit. Nee, da ist, oh, da ist. Wir haben Scheibenwischer, aber so ein grüner Fleck da, den du siehst ja dann nichts mehr. Oh, okay. Grüß Captain, ich hab gewonnen schon für Kuh. Xin? Oben, oder? Ja, ich hätte Xin gesagt, ja. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ich hab noch Rest. Wir kommen an Bord, sie redet von sich selbst in der Mehrzahl? Okay. Einmal. Gibt es den anderen Typen auch noch gratis dazu? Keine Ahnung. Man sucht sich ja einen von beiden aus, oder? Ach so, ja. Ist jetzt schon irgendwo? Ah, die kann man irgendwo hinschicken. Ja. Wir müssen direkt schon zum Boss hier. Ja, nicht so viel hier davon. Unten geht, glaube ich, gar nichts, oder? Nee, da geht nichts mehr. Ja, da haben wir ja schon welche. Ah ja, dann auf zum Boss. Auf zum Boss, ich bin schon mal bereit hier. Ja, ich bin auch schon mal voll bereit. Das ist ja wieder sowas Fieses wie neulich. Huch, ne. Der ist nochmal der Asteroid. Der Asteroid. Was ist denn diese Waffenanlage? Ist das dieser rote Kasten da hinten? Ja, genau. Und wenn die offen ist, genau. Und das andere, das mit dem grünen, das kann man auch wegmachen. So, und was noch gemacht?
So, warte, ich wieder. Oh ja, oh, ich. Komm mal. Oh, ich kann dich nicht reparieren. Jetzt. Jetzt, ich saß noch drin, Entschuldigung. Alles gut. Ich glaube, wo man drin sitzt, da geht's nicht. Oh Mann, dann feiert aber auch hier. Oh, 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 oh. Aua! Ah, muss aufschlagen, ja, oder? Richter kommt gleich wieder. Oh, sehr gut. Sehr nice! Wunderbar. Nicht eine Hülle verloren. Ja. Könnt meinen, wir können das spielen. Ja, mittlerweile schon. So, was haben wir? Einen Schritt, so eine Bombe da ran. So. 18 Hülle. Ja, dann haben wir den Hüllenkasten. Ja, wissen wir ja, die können wir ja zusammen tun. Der Übersetzer, ich hab den Fisch. Der Fisch. Fisch. Was ist denn das Blaue hier auf der Brücke? Schild, Schild, Schild. Warte, wie? Wo kommt der her? Ich glaube, das war, hab ich reingepackt. Ah. Hallo, yeah. Wunderbar. Da rein, so. Nee, gehen wir uns mal weiter. Jo. Mhm. Jo, jo. Bodykraft voraus. Maximale Warp Speed. Oh, was ist das? Ah. Oh, eine Raumschiff. Oder nee, Nachrichten. Die erste Karte haben wir geschafft. Ja. Yay. Was? Gegnerische Schiffe haben mindestens ein Abwehrgeschütz. Gegnerische Schiffe haben ein weiteres Crewmitglied. Was ist denn ein Abwehrgeschütz? Frage mich auch gerade, fährt das unsere Schiffe? Ja, genau. Ich würde lieber die Klongruppe nehmen. Okay. Ja, würde ich auch machen. Gegen die Klonarmee! Oh, das 66. Ja. Da habe ich ein Video von einem neuen Lego-Spiel gesehen. Order 67 und Dance Battle beginnen. Ja, ach, verdammt, das Falsche. Tipp. Drückt den Knopf Sprint zum Sprinten. Danke. Wow, solche Tipps brauche ich. Wenn mich morgens nicht jeder dran erinnern würde, hier, Tipp. Ja. Oh, wir können shoppen. Zu atmen, ne? Ich würde immer stimmen. Shoppy, shop, shop. Lol, was ist das denn? Was hier? Bombenentfernungsroboter. Nochmal so ein Munitionsroboter. Ja, schon eigentlich. Rotgeschütz. Feuert kegelförmig Geschosse. Welche allen Objekten ihrem Weg Schaden zufügen. Okay, der macht aber nur 0,3 Schaden, das ist nicht so viel. Sag mal, hatten wir schon jemals überhaupt Bomben an Bord? Ja, noch ja, nicht. Ich hab einen Gag gespendet. Haben wir überhaupt. Bis jetzt noch nicht, könnt ihr ja kommen. Wir können jetzt mehr geben. So. Wir haben genau $1 zu wenig für die Waffe. Ah. Nee. Ja, dann würde ich den vielleicht nehmen, oder? Ja, der Munitionroboter, der ist ja ganz genau der. Dann können wir uns das quasi zukünftig sparen und im Zweifel auf die Reparaturen konzentrieren. Genau.
Na, wunderbar. Sehr schön. Ich wäre fast dafür, auch wenn es ein bisschen kurz wäre, die Folge mit 21 Minuten. Aber dass wir quasi in das neue Level mit einer neuen Folge reinstarten. Ja, klar. Schauen wir. Vor da würde ich sagen, Freunde, wenn es euch gefallen hat, nee, dann gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Bedanke mich bei Felix und meinem Toni fürs Mitmachen. Und gern. Genau, dann bis zum nächsten Mal bei This Means Warp. Engage.